TV, Piratensender Nummer 1 des Regionalfernsehens, funkt auch im Jahr 2007 wieder fröhlich durch die Landen. Frischer, frecher, vollgepackter, das sind die guten Vorsätze, mit denen wir auch im neuen Jahr den Zirkus wieder etwas aufmischen wollen. Und hinter dem Mischpult drehen sich auch bei DJ Seffi die glitzernden Scheiben seit gefühlten 100 Jahren. Der Diskjockey hat ausgepackt und wir haben uns eine Scheibe von abgeschnitten. Confessions on the Dancefloor. Der DJ Guide schlägt zurück. Für manch einen mag es hier drin zu dreckig sein. Wahrscheinlich auch zu dunkel, ja, und drängeln muss man sowieso viel zu viel. Die Luke. Kinokneipe und Baustelle in einem. Versprüht eben diesen alternativen Charme, dem auch Urgestein DJ Seffi seit mittlerweile 11 durchzechten Jahren gnadenlos verfallen ist. Es fasziniert mich einfach zu sehen, wie die Leute abgehen, wenn ich die Musik auflege, wenn ich irgendwo den Draht zu den Leuten bekomme. Und es ist einfach faszinierend mitzubekommen. Ich kriege ja auch regelmäßig Gänsehaut, wenn ich mitbekomme, dass es den Leuten gefällt. Vom düstersten Metal bis hin zum schrägsten Tralala-Rock. In jedem Fall aber gitarrenlastig. Der gebürtige Oberbayer und der Versuch einer Selbsteinschätzung. Es ist abwechslungsreich, rockig. Ich würde sagen, tanzflächenorientiert, alternativ und sagen wir mal so, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht nur mich betrifft, sondern dass auch das auch nur Spaß macht, also Spaß halt. Ich benutze gar kein Vinyl, weil es ist schon schwer genug, meine ganzen Koffer mit mir rumzuschleifen. Wenn ich jetzt noch so eine Tasche mit Vinyl hätte, dann würde ich kaputt gehen. Für mich ist das Angenehmste. Ich bin kein Hip-Hop-DJ, ich brauche nicht scratchen. Ich bin also deswegen nicht wirklich auf Vinyl angewiesen. Näher am Publikum ist Steffi, seitdem das DJ-Pult aus der Belletage ein Stockwerk tiefer gelegt wurde. Und dort lässt sich leider nicht mehr jede Konversation vermeiden. So lernt man aber auch bei manchen Musikwünschen, einfach mal auf Durchzug zu schalten. Ich habe jetzt engeren Kontakt zum Publikum, was einerseits ganz nett ist, andererseits in solchen Fällen, in denen dann die Musikwünsche wirklich sowas von abartig werden, dann halt auch extrem nervig werden kann. Weil es ist nun mal auch so, dass da wirklich ein paar Leute einfach in der Luke Madonna hören wollen. Und ich muss dann ganz ehrlich sagen, wir sind in der Luke. Und da gibt es kein Madonna. Unter keinen Umständen. Nach solch anstrengenden Unterhaltungen kippt sich so manch ein DJ schon den ersten Wodka hinter die Binde. Das soll jetzt aber nicht verwerflich klingen. Denn solange man die Kontrolle behält, vermutet man in geheimbündlerischen DJ-Kreisen, wirkt eine wohldosierte alkoholische Unterstützung wie ein wahres Wunderelixier. Du überlegst weniger. Du denkst weniger über das nach, was du tust, sondern du lässt einfach mal in dem Fall eine Inspiration. Würde ich sagen, traust du dich eher, das mal zu spielen, wenn du so ein bisschen was getrunken hast. Du denkst also, das ist das Problem, was ich also im vollkommen nüchternen Zustand hätte, dass ich sagen würde, okay, ich stehe dann da. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das überhaupt reinmachen sollten. Es könnte nämlich sein, dass meine Eltern das sehen. Also ich bin also grundsätzlich gegen Alkohol. Nun denn, für die Frage, wie lange er aber noch in der Luke oder auf Geo oder auf dem Hausparty Sprudel trinken will, hat DJ Seffi in jedem Fall schon mal die passende Zukunftsmusik aufgelegt. Grundsätzlich hängt das natürlich auch stark von der Musik ab. Es gab also auch schon Zeiten, damals als Techno eingeführt wurde, dachte ich schon, ich sei zu alt für den ganzen Mist. Da war ich gerade mal, keine Ahnung, 22, 23, dachte ich mir, hier läuft diese Musikentwicklung vollkommen aus dem Ruder und nicht mehr in meine Richtung. Mittlerweile läuft sie extrem in meine Richtung und solange das so ist, bleibe ich erstmal noch eine Zeit lang dabei. In unserem Kistchen heute Abend, ein Dunker hat vorher groß gelabert und hat sich gut auf die Situation vorbereitet, hat mit seiner Familie gesprochen, ich seh ihn gerade, er macht sich schon bereit, ein Arsch schon in der Hock drin, wartet nur auf Startzeichen. Das Startzeichen ist fast da und jetzt gleich. Da kommt er, da peitscht direkt durch die Flur, jetzt geht raus aus der Tür, die Tür abgeruppt, wunderbar, jetzt kommt der Treffchen, trippel, trappel, er macht einen gut, das ist flott, das geht auch gut auf die Beine.
Oh, andere hat gesehen, hat sie das gesehen. Da hat er gleich drei Treppen auf einmal gerobbt. Jetzt durch die Wand, ey. Bloß nicht durch die Wand, ey. Rupp die Tür auf. Da haben wir gleich. Wir sind bei 17 Sekunden, ist schon auf der Straße, ey. Jetzt muss direkt der Blick kommen. Der Blick muss kommen, ey. Jung, da je, links, rechts. Und jetzt über die Straße drüber, ey. Das kann Zeit werden, 130 Sekunden, ey. Machten da drüber. Machten da, es wird eine Zeit. Oh, jetzt sind wir 28,14, ey. Das ist die Bestzeit, ey. Der Weltrekord, ey. Und am Donnerstag im Kino läuft, ey. Das sehen wir jetzt. Danach die 100.000 TV News, heute mit Rieke Albrecht. Merci. Wow, ein Gummibärchen! Ja. Chris Gardner gab sein Bestes für seine Familie. Wir brauchen sowas nicht, Chris. Es ist überflüssig. Doch sein Bestes... Halt! Warten Sie! ...war nicht genug. Mann, ich habe zwei Fragen an Sie. Was machen Sie und wie machen Sie es? Ich bin Börsenmakler. Börsenmakler? Oh... Sie können meinen Wagen übers Wochenende behalten, aber am Montag brauche ich ihn wieder. Nicht die Parkour vergessen. Ich brauche die Miete. Ich kann nicht länger warten. Bis morgen früh sind Sie hier raus. Diesen Moment werde ich nie vergessen. Ich hatte noch 21 Dollar auf meinem Konto. Es war meine letzte Chance, es jemals zu etwas zu bringen. Du musst mir vertrauen, okay? Ich vertraue dir. Ich bekomme einen besseren Job. Ich gebe Ihnen ein Bewerbungsformular für ein Praktikum. Die Arbeit wurde nicht bezahlt, aber es war die Chance auf einen neuen Anfang. Ist Mami wegen mir weggegangen? Mami ist weg, weil sie Mami ist. Du hattest nicht das Geringste damit zu tun. Dad, wo sollen wir jetzt hin? Keine Ahnung. Letztes Jahr hat ein Praktikant im schriftlichen Teil 90 von 100 Punkten erreicht. Er wurde nicht genommen. Es geht nicht nur darum zu bestehen. Sie werfen doch jetzt nicht das Handtuch, oder? Jay sagt, sie seien ziemlich entschlossen. Wo wollen Sie hin? Sie muss in den Krankenhaus. Ich muss zur Arbeit. Aus einem von Ihnen hier wird etwas werden. Das Teil macht mich irre. Ich kann das. Das können Sie nicht. Keiner kann das. Wenn du einen Traum hast, dann musst du für ihn einstehen. Wenn andere was nicht können, dann sagen sie dir, du kannst es auch nicht. Will Smith. Das Streben nach Glück. Wenn du was willst, dann nimm es dir. Punkt. Hallo zusammen und willkommen zu den News. Im Juni gehen wieder die Antikenfestspiele los und bis dahin ist noch einiges zu tun. Ein Bühnenbild soll her und abgesehen davon müssen ja auch die Zuschauer irgendwo sitzen. Bauprobe in der römischen Arena. In Vorbereitungen auf die Antikenfestspiele 2007 sprach der für das Bühnenbild zur Oper Samson und Dalila verantwortliche Luxemburger Architekt François Valetigny darüber, wie er ein beeindruckendes Ambiente im weiten Rund schaffen möchte. Es ist so, dass wir versuchen, die Landschaft mit einzubeziehen, das heißt das ganze Theater, der Dekor der Römer, dass das ein Teil des Bühnenbildes ist. Das setzt aber voraus, dass wir einen Teil der Zuschauer auf die Ränge, auf die ehemaligen Ränge bekommen und so, dass die Arena hier unten frei bleibt. Und dann soll das eine Landschaft sein, in dem dann einige Bauten herauswachsen. Auf die ehemaligen Ränge müssen aus Gründen der Denkmalpflege unbenutzt bleiben. Eine Tribüne müsste also her. Und um diese Investition wieder auszugleichen, im besten Fall noch mehrere Mitbenutzer. Das wäre aber nur machbar, wenn die neu gewonnenen Zuschauerplätze auch nach dem Kulturjahr 2007 bestehen bleiben würden. Trotz aller Komplikationen lässt sich das Theater Trier zumindest nicht die Sicht auf ein imposantes Bühnenbild trüben. Denn als Architekt des Turm Luxemburg ist Valetigny den Trierern schon wohl bekannt. Und so geht er begeistert mit seinen Ideen ins Detail. Sehen Sie ein Modell von vom Amphitheater, wo eben die ehemaligen Ränge hinten, wo sie mitgenutzt werden und wo Bauten stehen. Das soll eben dieser Tempel sein und hier unten die Arena, die eben frei ist, hier, wo dann verschiedene Auftritte sind über diese Rampe, verschiedene Auftritte durch diesen Tempelöffnungen und hier ist ein Modell mit Lehm probiert, eben um die Höhe und die verschiedenen Öffnungen festzulegen. Spätestens am 15. Juni wissen wir, wie Valetigny seine Vorstellungen verwirklichen will und ob man dann auch für die Zuschauer einen Platz gefunden hat. Ach, die ersten Bonbons fliegen wieder. Und in gut 4 Wochen ist es auch schon soweit und es geht beim Rosenmontagszug durch Trier.
Und wer dieses Jahr nicht nur am Rand stehen will, sondern als Gruppe teilnehmen möchte, der kann sich noch bis zum 5. Februar anmelden. Kostümiert geht's auch im nächsten Beitrag weiter. Seit dem 14. Januar läuft Andrea Chenier im Theater Trier. Eine Geschichte über die Liebe, aber auch über die Französische Revolution. Der französische Adel feiert an einem Abend des Jahres 1789 ein glänzendes Fest. Was niemand ahnt, die Revolution ist im Anmarsch. Der vornehmen Gesellschaft droht der Untergang. Am ganzen Welt, in jedem Augenblick passiert kleine oder größere Revolutionen oder solche Revolutionssituationen findet statt. Und mir interessiert der Zustand einer Seele, die in eine solche Grund wächst, in eine Grund von Chaos, Kämpfe, Hoffnung und Gewalt. In diesem Grund wachsen auch Chenier und die adlige Madeleine. Und so verbindet die neue Inszenierung von Andrea Chenier eine Geschichte über die Liebe mit der Geschichte der Französischen Revolution. Das war für mich die Ziel, und weil dieses Stück ist so stark dramaturgisch, das kann ich mich nicht nur auf die Französische Revolution konzentrieren. Das ist es, was die Stärke des Opernstücks ausmacht. Es beinhaltet zu viele Facetten, um es einer bestimmten Schublade wie dem Drama oder dem dokumentarischen Schauspiel zuordnen zu können. Es gibt einige Opernstücke, die ich habe sofort, kann ich mich einsetzen. Und eine von denen ist André Chenier, weil die schildert eine Situation, die mir nicht fremd ist. Was das für eine Situation ist, wollte er uns nicht verraten. Wer Andrea Chenier und den Hauch von Revolution erleben möchte, der hat noch bis Ende Februar Gelegenheit dazu. Vive la Revolution! So oder ähnlich scheint auch das Team der Produktion zu denken, und so wird seit neuestem zur Studentenbewegung aufgerufen. Wer sich mitbewegen will, der kann das künftig jeden Donnerstag tun, in der Produktion am Dom. Fitness einer anderen Art, nämlich fürs Gehirn, gibt's bei der Volkshochschule. Die hat jetzt ihr neues Kursprogramm vorgestellt. Der Semesterbeginn ist der 5. Februar. Kultur verspricht auch das Filmfestival Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken. Bis zum 21.01. werden hier in verschiedenen Locations Langfilm- und Kurzfilmreihen gezeigt. Außerdem gibt es noch verschiedene andere Veranstaltungen. Louis, komm essen! Der eine spielt die größten Gangster, der andere war einer. Claude Oliver Rudolph liest aus den Memoiren von Frankreichs einstigen Staatsfeind Nr. 1, Jacques Mesrine. Claude Oliver Rudolph, der sich über seine Darstellerrolle hinaus mit dem Outlaw Mesrine identifiziert, gelingt es erwartungsgemäß glänzend, in die Rolle des liebenden, hassenden und tötenden Schwerverbrechers zu schlüpfen. Es wird behauptet, Agneta Pion, Benny und Anifried seien einst 1 Milliarde US-Dollar angeboten worden, um als wiedervereinigte Kultband ABBA anzutreten. Und das haben die Schwedenpopper unglaublicherweise abgelehnt. Von wegen Money, Money, Money. Deshalb müssen nun also Revival-Bands ran, um die große Abschiedstournee zu inszenieren, die ABBA selbst nie gegeben hat. Das atemberaubende Programm des Moskauer Zirkus auf Eis ist ein faszinierendes Eisspektakel für die ganze Familie. Eine Show für Groß und Klein, in der die Kunst des Eislaufens mit dem Facettenreichtum eines großartigen, traditionellen russischen Zirkusprogramms kombiniert wird. Eisglatt und rutschig wird es also am 20. Januar in der Arena. Ein besonderer Leckerbissen für Hausfreunde und Freundinnen. Phil Fultner ist mal wieder im Lande und schaut natürlich auch im Forum vorbei. Obwohl er mittlerweile fast zum Stammgast avanciert ist, wird sein Style nicht langweilig und er gehört immer noch zu den Haushöhepunkten der Saison. Boom, tschak, boom, boom, tschak. Also am 20. Januar im Forum. Fotos steht für lärmigen, tanzbaren Pop. Der Gesang ist mal geschrien, mal genölt, mal eher gesprochen. Dazu klirrende Gitarren, verzerrter Bass und manisches Schlagzeug. Wie gut deutscher Indie-Pop in Trier ankommt,
Davon kann man sich nur selbst ein Bild machen. Fotos am 23. Januar im Forum.